Das ist ein Film über diesen Mercedes Sprinter als Schlafzimmer mit absolutem King-Size-Bett, Motorradtransporter. So gemütlich. Aber den müssen wir erstmal waschen, der schaut aus wie Sau. Nicht zu Hause nachmachen. So, also komplett vollgeladen vom letzten Event. Dann könnt ihr gerne mal zuschauen, wie ich den erstmal auslade. Aus Office. Platz und Gewicht ist natürlich alles und deswegen muss man das irgendwie so gut wie es geht kombinieren. Deswegen habe ich hier dieses mega geile 10 Euro eBay Kleinanzeigen Regal, das ich by the way so am Boden fixiert habe, dass es quasi nicht verrutschen kann, aber ich es jederzeit herausnehmen kann. Quasi mit so Holzplatten, wo das drinnen steht. Und das bleibt immer im Auto. Also da ist halt alles drin von, ich hab's gesehen, Knieschleifer, Luftdruckprüfer, WD-40, Öl, Putzzeug, Bremsflüssigkeit, Bremsentlüftergerät. Also es ist halt immer hier alles drin und es kommt auch nie raus. Auch nicht zwischen den Events, es bleibt immer da drin. Weil wenn ich da irgendwas ausräume, dann ist die Chance einfach viel zu hoch, dass ich es dann vergesse und dann nicht dabei habe. Und wenn ich kein Öl dabei habe oder kein Putzzeug, dann kriege ich eine Vollkrise. Deswegen Sitzgelegenheit, Leiter zum aufs Bett krabbeln und Verstaumöglichkeit. Und das alles für 10 Euro aus eBay Kleinanzeigen mit hier ein paar Haken, dass die Kisten drin bleiben. Obwohl, by the way, die Kisten, glaube ich, waren teurer als 10 Euro vom Baumarkt, aber das Regal hat 10 Euro gekostet. Muss irgendwie bezahlbar sein. Und damit ich mich nachts nicht fürchte oder so, hier diese schönen Nachtlampen. Warte, ich schalte mal das Licht aus. Hier habe ich mir ein Reifenregal gebaut, ist eigentlich auch ganz easy, aus dem Baumarkt. Zweimal Holz, Vierkantholz mit zwei Alustangen und die halt ein bisschen ummantelt mit so einem, das ist aus dem Heizungsbaubereich, wo die Kupferrohre isoliert werden, damit die Reifen halt keine so starke Druckstellen kriegen. Ne? Und ich habe halt beim Event neue Reifen mit. Natürlich brauchst du in so einem Sprinter auch dementsprechend Luft und deswegen habe ich hier oben so ein Wohnwagenfenster eingebaut. Ich wollte eigentlich ein größeres, aber das Problem ist, dass hier diese Sicken oder diese Versteifungen, denke ich mal, sind es, so nah beieinander sind, dass ich kein größeres reingekriegt habe. Jetzt habe ich halt so ein kleines. Aber es ist halt, mal zum Licht kriegen ist es nichts, aber es ist halt so, dass ich zumindest abends oder nachts nicht ersticke. Kann halt hier das aufmachen und dementsprechend wieder zumachen. Also das ist eigentlich absolut ausreichend. Hier in dieser Kiste ist auch alles immer drin und es bleibt auch immer drin. Helme, also zwei Stück Helme habe ich mit von X-Lite. Einen habe ich gesponsert gekriegt. Meine Stiefel, Rückenpanzer, Luftpumpe, falls es mal irgendwo keinen Kompressor gibt. Heizdecken, Handschuhe, ja. Alles, was halt so
dazugehört, habe ich hier drin und das bleibt auch immer hier drin. Gleiches wie beim Regal. Einfach aus dem Grund, damit ich nichts vergessen kann. Und gewichtstechnisch ist es halt für einen Sprinter im Endeffekt, naja, es ist ihm eigentlich egal. Ne? So, dann kommen wir zum Herzstück. Das Herzstück für das Wichtigste. Ich habe halt eine Holzkonstruktion gebaut, die habe ich selber gebaut. Habe ich auf dem Zettel und mit dem Zettel und einem Stift entworfen. Ich habe bei der Holzkonstruktion fürs Bett an folgende Dinge gedacht. Als erst wollte ich ein Bett haben, das ich quasi von oben nach unten absenken kann. So, das Ganze war natürlich dementsprechend schwierig umzusetzen mit Halterungen etc. So, das nächste Problem, ich wollte ein Bett haben, in dem ich schlafen kann, wenn die Bikes drinstehen. Im Winter in Spanien ist es teilweise so, dass du zum Beispiel in Almeria kommst, du, wenn du spät abends ankommst, kommst du nicht mehr auf die Strecke rein. Dann musst du vor der Strecke schlafen und du kannst nicht ausladen. Also brauchst du eine Möglichkeit, wo du quasi mit den Bikes drinnen schlafen kannst. Natürlich, der Nachteil an der Geschichte ist halt, so ziemlich der einzigste, dass du halt wenig Kopffreiheit hast. Also wenig Freiheit nach oben einfach. Es ist halt wie in der Koje, aber ganz ehrlich, da gewöhnst du dich so schnell dran, dass es eigentlich kein Problem ist. Also die erste Nacht ist ein bisschen komisch, aber dann... Und ich wollte halt wirklich ein vernünftiges Bett haben, mit auch hier Lattenrost und so zum Einstellen und auch vernünftige Matratze, weil ich doch viel unterwegs bin und da dementsprechend oft drin schlafe. Das Ganze ist auch schon relativ massiv gebaut, quasi die Anleger für den Lattenrost und so, die sind quasi durchgeführt, unverschraubt, genauso, also drei Stück mehr oder weniger. Und das habe ich vorne zwei Wippständer drin. Dann sind die ja relativ gut fixiert. Die sind vorne fixiert, einmal nach rechts gespannt oder nach links gespannt und dann quasi hinten an den Heckrahmen noch diagonal runtergezurrt. Und wie man sieht, fällt nichts um. Genau. That's it von hinten. In das Cockpit hineinschauen. Also ich habe da ein bisschen investiert, weil ich natürlich sehr viel unterwegs bin und da das ja auch mittlerweile mein einziges Auto ist, habe ich auch vernünftigen Radio mit vernünftiger Musikanlage, habe Freisprecheinrichtungen gemacht, weil ich natürlich auch viel telefoniere, habe den Tempomat nachgerüstet, weil ohne Tempomat ist das ja ein Wahnsinn. Und habe hier unten drin einen Bass versteckt, einen vernünftigen, habe die ganzen Türverkleidungen und alles gedämmt. Also man hört das schon, das ist relativ akustisch gut. Erstens einmal für die Musik ist es besser und zweitens auch so angenehmer vom Fahrtwind und von den ganzen Geräuschen. Einfach viel, viel angenehmer. So, jetzt hast du meinen Sprint auch mal kennengelernt. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Hast du auch Erfahrung, was den Transport von Motorrädern anbelangt oder das Wohnen auf der Rennstrecke? Schreib es in die Kommentare. Falls du neu bei mir bist, check mal die anderen Videos aus. Es geht hier lediglich um Motorräder und eine Rennstrecke und alles, was dazugehört vielleicht. Darfst gerne abonnieren und einen Daumen hoch geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.